Gestatten Sie Sophia Kaiser in der Region Karlsruhe, Anna Sophie Meusberger aus Österreich, Lisa Fuchs, LG Passau, Miriam Fies, es ist bei uns noch andere 14. Dennis Schumacher vom FC Schalke 04, Sarah Hettich, LG Region Karlsruhe, Juli Fenter, LAV Stadtwerke Tübingen, Blanka Deroffel vom LC Cottbus, Paulina Kaiser, Sportclub Itzehoe, Antje Füller, LG Region Karlsruhe, Carina Reich, auch sie aus Österreich, Basilea Spiro aus Griechenland, Lind Kleine, LG Olympia Dortmund und als Pacemakerin hier im Feld. Katrin Wallner, LV 2012. Ja, die Katrin, die meint ein bisschen zu gut, nimmt jetzt ein kleines bisschen Tempo raus, hält den Kontakt zum Feld. Unsere Häsin hier vorne raus. Ja, jetzt passt, jetzt hat sie den Anschluss, beziehungsweise die Läuferinnen sind am Hasen dran. Vasileia Spiro, die Griechin, direkt hinter Katrin Wallner. Und dann Lynn Kleine für die LG Olympia Dortmund. So, jetzt sind sie schön aufgezogen wie eine Perlenkette, unsere 3000-Meter-Läuferinnen. Vasileia Spiro, die kann sich hier lösen. Direkt hinter unserer Pacemakerin Katrin Wallner. Dann haben die beiden das richtige Tempo gefunden. Mit eurem Applaus, mit der Unterstützung von außen. Auf geht's, Blitzhausen! Paulina Kaiser vom Sportclub Itzehoe führt hier die Verfolgerinnen an, die jetzt aber noch deutlich abreißen lassen mussten. Und der Vorsprung von Vasileia Spiro, der wächst und wächst hier. Der Meeting-Rekord von Konstanze Kloserhalsen. 8,55, 66, der ist in diesem Rennen nicht in Gefahr, aber vielleicht eine Platzierung unter den Top 6, der sechste Platz hier in Blitzhausen bei Meeting in der All-Time-Wertung, der wird belegt mit 9,09,74. Da schauen wir mal, wie nah die Griechen hier rankommt. Vasileia Spiro, jetzt geht Katrin Wallner raus, jetzt ist sie allein auf sich gestellt. Und Carina Reich, die Österreicherin, führt jetzt die Verfolgergruppe an, die auch auseinanderbricht. Dass man ja, es geht ja hier nicht. Eine Sechsergruppe jetzt hinter Vasileia Spiro. Vier Runden hat sie noch zurückzulegen. Die schnelle Griechin mit einem riesengroßen Vorsprung auf die erste Verfolgergruppe. Und ihr beginnt oben schon in der Kurve jetzt mit dem Applaus, mit dem Anklatschen. Auf geht's! Da haben wir Vasileia Spiro. Thank you.
Dennoch sieht es hier wirklich sehr, sehr gut aus. Carina Reicht, Paulina Kaiser mit der 39. Das ist Lynn Kleine, die Dortmunderin. Einsames Rennen für Vasilea Spiro mit sieben Mädels in der ersten Verfolgergruppe und dann nochmals sechs in Verfolgergruppe 2. Da kommt sie schon wieder vor die Tribüne. Vasilea Spiro. Ja, jetzt muss sie langsam beißen, das geht nur mit eurer Unterstützung. Öffner Wassergraben mitmachen, auf geht's! Paulina Kaiser lässt wieder in der Führung bei der Verfolgergruppe 1. Und Katja Fischer für die LAV Stadtwerke Tübingen liegt in Front bei den zweiten Verfolgerinnen. Gleich geht es auf die letzten 2800 Meter noch für Vasilea Spiro. Machen wieder mit. Die blickt sich um, sie schaut nach hinten. Riesenabstand auf die Verfolgergruppe 1. Vasilea Spiro aus Griechenland. Jetzt hat sie noch 500, noch 600 Meter. 7,45 für die Griechin, die Durchgangszeit. Hier wieder 3,91 Juni Vetter, der LAV Stadtwerke in Tübingen, und jetzt geht's gleich in die Schlussrunde. Letzte 400 Meter für Vasilea Spiro. Nach die Verfolgergruppe, die erste Verfolgergruppe, macht nochmal Dampf. Es wird eine gute Zeit, wenn sie das Tempo durchhält, dann reicht es vielleicht unter die Top 6 hier in der Meetingwertung. Vasilea Spiro, auf geht's, bis außen, jetzt müssen wir sie hier über die Bahn tragen, die letzten 350 Meter für die Griechin. Auf geht's, come on, Vasilea! Muss sie noch durchziehen. Ja, es wird hart natürlich für sie. Fast das halbe Rennen alleine vorne gegen Wind und nur im Kampf gegen sich selbst. Auf geht's, Vasilea. Die Verfolgerinnen, die fliegen heran. Hat sie sich doch zu viel zugemutet? Carina Reicht, Paulina Kaiser, fliegen heran an der Griechen vorbei. Sie geht nach Österreich. Am Ende abgefangen auf den letzten Metern. Die 9,45, 9,46. Das sind sie doch am Ende ganz schön reingekommen. Ich würde zwei Siege auch einschließen, wenn ihr einverstanden seid, Kollegen. Also,
600 Meter der Frauen und der Männer. Diese Siegerehrung wird durchgeführt von Flo Neu und gesponsert von seiner Firma, die wir schon erwähnt haben. Die Firma